Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich hab Hunger. Loki, meine Wenigkeit vor der Kamera, Schlovi hinter der Kamera. Was geht ab? Ich hatte eine dubiose Idee, aber die wird crazy sein. Ihr habt sie vielleicht schon oben gelesen. Wir machen heute einen Fischstäbchen-Döner. Das ganze komplette Kindergericht in den Döner rein. Um es so einfach wie möglich zu machen, haben wir hier einfach 5 Minuten Kartoffelbrei. Hat er nicht gemacht, Digga. Hat er nicht gemacht, Alter. Wir wollen einfach schnelle Küche haben und wirklich ein ausgefallenes, geiles Gericht. Und da habe ich mich für Jalapeno entschieden, um so ein bisschen Wumms mit reinzukriegen in den Döner. Dann natürlich Fischstäbchen, Fladenbrot, Salat, Gurke, weil man hat ja auch immer Gurkensalat mit drin. Ne? Einfach nur ein bisschen Dill, paar Cornichons, für die Soße ein bisschen Mayonnaise, Zitrone. Fertig. Wir sind ja die Döner-Experten. Wer unseren anderen Kanal noch nicht kennt, wer wir Beef, unser Hauptkanal, mal rüberschauen. Es kann nur krass werden und mit solchen simplen Zutaten. Wieder die einfachste Küche und schnellste Küche auf ganz YouTube. Los geht's. Wir fangen mit der Soße an. Ich habe hier eine leichte Mayonnaise einfach nur. Ja, Blocki wieder König in eine Sekunde reinhalten, Digga. Genau. Na, eine ganz leichte Mayonnaise, einfach eine leichte Salatmayonnaise. Jetzt machen wir erstmal die Soße dafür, ne? Dafür brauchen wir ein bisschen Dill, meine Damen und Herren. Genau, Dill bei Fisch. Dill bei Fisch, ne? Ja, jeder kennt's, Digga. Eine schöne Dillsoße zu Fischstäbchen. So, zack, rein damit. Jetzt wegen Remouladen-Style, ne? Auf dem Fischbrötchen, schönen Backfischbrötchen, habt ihr auch so eine schöne Remoulade drauf. Ein paar Cornichons, Digga. Klein schneiden, klein hacken. So, zack, das mit dazu. Jetzt nur ein bisschen Saft noch, ne? Ja, für die Säure. Zack, jetzt nehmen wir aus einmal noch ein bisschen Fleur de Sel. Ein bisschen Fleur de Sel, ein bisschen Salz. Jetzt rühren wir das Ganze um, lassen es ein bisschen ziehen. Stellen es beiseite und haben eine schöne Dill-Mayo gemischt. Ja, mit einer kleinen Remoulade dazu. Ne? Wir können jetzt auch noch ein bisschen Knoblauchcreme dazu machen und noch ein bisschen Knoblauch dazu, wenn er so auf Knoblauchsoße steht. Aber wir wollen es frisch halten für unseren Fischstäbchen-Döner. Ganz, ganz einfach, ne? Zack. Und schmeckt, schmack auf Hatzen. Zack, bisschen was abschneiden. Schöne Blätter hier. Fertig. Einfach nur ein paar Gurkenscheiben runterschneiden. Komm, wir machen es ganz dünn einfach. Bei meinem Gurkensalat haben wir es ja auch dünn. Guck mal, wir können es noch einfacher machen, um diesen Flavor noch so ein bisschen zu kriegen. So, hacken wir uns hier noch so ein paar Dill-Dinger zwischen, wie bei einem Gurkensalat. Damit das Ganze noch ein bisschen hier Würze kriegt. Bisschen aber schmecken. Salz, ne? Bisschen Salz noch ran. Ende. Kommen wir zum schwierigsten Part. Ey, bitte, überfordere unsere Community nicht, Digga. Bist du nicht wirklich nicht okay hier? Ja, unser schöner Werbebeef. Wasserkocher, zack. Ich freue mich schon auf die Hate-Kommentare. Warum kein richtiger Kartoffelbrei? Weil schnelle Küche, einfach crazy Rezepte und so weiter und so fort, Bruder. Wie so. Lange Ausbildung hast du dafür gemacht? 3 Jahre. 3 Jahre, ja. Okay, top. Ja, halt eine Kochausbildung. Ist ja kochendes Wasser. Macht voll Sinn, Digga. So, Dönerbrot nehmen, Kontaktgrill oder wenn ihr keinen habt, ab in den Ofen. Genau, ganz easy, Freunde. So, könnt ihr alles nachmachen, ne? 5 Minuten ziehen drin, heißt ja 5 Minuten ziehen lassen. Herd an, auch simpel. Jetzt haben wir hier ein schönes Öl mit einer Butternote, ist sogar ein Fisch drauf. Gibt noch eine schöne Butternote in die ganze Sache rein. War das geplant mit dem Fisch? War mega geplant, oder? Ich habe extra bis Kien angeschrieben, unbezahlte Werbung natürlich. Hab gefragt, ob wir nach so schnell einen Fisch drauf machen können. Das Fischstäbchen ist zu low, deswegen Lachs. Freunde, und schreibt doch mal eure Rezeptideen rein, was ihr hier vielleicht in nächster Zeit bei Ich hab Hunger sehen wollt. Schnelle, schöne Gerichte. So nach dem Motto, wir stehen für höchstens 10 Euro, so nach dem Motto. Und in 10 Minuten einfach fertig und sieht geil aus. Und damit könnt ihr jeden beeindrucken. Dafür steht der Kanal. Also unbedingt ein Abo da lassen, Glocke drücken. Unsere charakteristische, hausgemachte Werbebeefsoße von unserem Hauptkanal. Unser erstes Merch. Schön mit Pflaumen drin, schön indischen Curry, sonnengereiften Tomaten, eine sehr charakteristische Soße im Wilde Hilde Shop. Googelt das einfach mal oder schaut einfach in die Beschreibung Link rein. Ist ganz oben, einfach genau. In der Beschreibung. Da könnt ihr auch unser Merch bestellen. Ja. Andere bringen T-Shirts raus, wir unsere eigene Soße. So sieht's aus. So, komm. Okay, let's go. Die Fische. Okay, let's go. Nochmal einsteigen, nochmal dabei sein, nochmal frei sein hier. Ab auf die Sonnenliege mit den Fischstäbchen, damit die schön braun werden. So, jetzt schauen wir mal, was die Goldjungs hier machen, wa? Auf das Zeit mal zu sehen. Ah, wie heiß ist es schon wieder? Digga, du beschießt dich immer mit dem Fett, Digga. So irgendwann so 100 mm Objektiv, Digga, damit ich hier nicht mehr stehen muss. Goldbraun, Freunde, goldbraun. Heute wird's fishy. Ich dachte mir, viele stehen ja einfach nicht auf Fisch. Aber Fischstäbchen mag jeder. Digga, wer isst denn keine Fischstäbchen? Ich bin gespannt, supportet mal bitte dieses Video. Ich bin gespannt, wie viele Klicks das bekommt. Also jeder mal einen Kommentar rein, ob der Fischstäbchen-Döner viral geht. Bin gespannt. Willkommen zur Instagram-Werbung von Mr. Blocki und Schlovi. Nein, Freunde, einfach mal Mr. Blocki und
Schlobi aussetzen auf Instagram. Da bekommt ihr alles vom Alltag mit, wie wir uns auch mal anbiefen und so. Ne? Ein bisschen lustige Storys, wann wir Videos hochladen. Also hier, Mr. Blocky, Schlobi, einfach mal bitte abonnieren. Vielen Dank. Wir kochen jetzt weiter. Danke. So, da bin ich wieder. Wir machen unser... Aua! Heiß? Heiß. So. Oh. Unser Kartoffelbrei unten rein hier. So, Kartoffelbrei rein. Ich würde sagen, auf den Kartoffelbrei legen wir uns die Goldjungs hier. Na, noch einen quer, was hinten was ist. Jetzt, Freunde, jetzt. Was passiert jetzt? Jetzt. Kurz die Zitrone anrollen. Ein Messer nehmen. Zitrone. Und was kommt immer frisch rüber? Zitronenfritzer. Zitrone, Digga. Jetzt schön unsere Remoulade oben rein. Oben rein, nicht sparsam sein. Ich wollte es gerade sagen, nicht sparsam, Digga. Ich schwör's dir. Jetzt. Schön rauf da. Digga, wild. Ich glaube, es ist eine wilde Nummer. Schreibt mal wirklich eure verrücktesten Döner-Kreationen. Genau, das würde ich mal gerne lesen. Eure verrücktesten Döner-Kreationen. Vielleicht hat jemand eine geile Idee, die wir umsetzen. Ja, Mann. Und dann werden wir euch im nächsten Video erwähnen, wenn wir eure Idee nehmen. Wer die verrückteste Idee reinschreibt, die machen wir einfach mal nach. Und dann schreiben wir hier den Namen von euch rein und grüßen euch nochmal. Ja. Also haut mal raus hier. Was könnt ihr kreativ sein jetzt hier? Jetzt komm. Fischstäbchen. Niemals sparen. Du hast da noch ein bisschen Rot an deinem Fischstäbchen. Dickerchen. Der wird richtig knallen, Bruder. Jetzt nochmal einen guten Klecks Soße. Ja, Mann. Das muss so krass schmecken, Digga. Ey. Das muss so krass schmecken. Wenn ihr den nachmacht, schickt mir unbedingt Fotos auf unseren Instagram-Kanälen. Ja, was soll denn dann nicht schmecken, ist halt die Frage, ne? Hm. Die Frage ist, was soll da jetzt nicht schmecken? Hm. Der ist so smooth, Digga. Dönerfleisch hat ja eine gewisse Konsistenz von Fleisch. Und der Fisch-Smooth sozusagen, der geht so richtig schön durch, ne? Kartoffelbrei. Mach das Ganze noch viel weiter. Ich kann mir auch gut vorstellen können, dass der Kartoffelbrei das alles richtig schön gesamt macht. Komm mal rum. Und das Geile ist, ich wollte erst diese 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Blattspinat nehmen, weil ich dachte, das passt gut zu Fischstäbchen, aber gerade dieses Jalapeno gibt mir diesen Kick von Schärfe. Ach stimmt, das wie, war im Kartoffelbrei. Ja, ja, wie scharfe Soße so ein bisschen unten, weißt du? Digga, ich nehme mir mal deinen vorgefertigten bisschen direkt an der Seite. Oh, Digga, das ist wild. Digga, was für Fischstäbchen mit Kartoffelbrei auf Teller, Digga. Digga, einfach so, ne? Einfach direkt jetzt immer im Brot. So Brot drumrum und so. Oh. Digga, das ist das perfekte Katerfrühstück, oder? Oder stell dir vor, der liegt da einfach so. Du machst so. Oh. Und dann so, Fischstäbchen-Döner. Ey, überkrass. Ey, super mit der Dillsoße, frischer Salat, die Gurken. Ey, das Ding muss viral gehen, macht mal richtig Action, ne? Zack, zack, Alter, check den aus, koch den nach, Alter, auf ganz easy. Ne? Ey, und schreibt unbedingt eure crazy Döner-Ideen rein. Mhm. Die krasseste Idee wird auf jeden Fall verlinkt in unserem Video und du bist auch verlinkt, Digga. Also wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, weil diese Jalapeno in dem Kartoffelbrei ist, ist da nochmal so ein bisschen so spicy mit drin, bisschen Wumms. Dann beißt du da rein, ist richtig weich im Mund, weil Fischstäbchen sind ja schön smooth, Kartoffelbrei am Ende unten drin, dann noch schön Klecks Dillsoße, Kräuter dabei und dann das Brot da drum, schließt das Ganze nochmal schön ab. Also, alles eine schöne, weiche Sache im Mund. Vorbei, Digga. Ein Edelbissen, hat das Lukas mal gesagt? Ein Edelbissen? Mann, lass mal richtig geile Döner-Ideen rausklirbeln. Voll. Ballert richtig die Kommentare voll. Von mir aus auch mit 5, 6, 7, 8, 9 Kommentaren. Digga, schreibt eure Döner-Ideen rein. Wir setzen die um und wir sind raus. Ne? Das war eine neue Folge. Ich hab Hunger. Haut rein, Freunde. Ciao.